Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Info-News von mir nochmal. Ich möchte für euch jetzt hier nochmal das bisschen zusammenfassen, beziehungsweise nochmal ein bisschen auf den Community Design Contest eingehen. Das, was der SCS hier im Blog nochmal dargestellt hat. Vielleicht ganz wichtig nochmal, weil vielleicht ein oder andere es nicht verstanden hat, was sich dahinter verbirgt. Also heute ist herausgekommen der Renault Evolution und wir freuen uns natürlich alle drüber. Ich finde ihn geil. Schöne paar tolle Sachen mit dabei. Und bei diesem Evolution gibt es ja ein kleines Design Contest. Was steckt jetzt nochmal dahinter? Wir haben ja alle zum Renault-Händler hinfahren müssen, da war ja der Renault noch abgedeckt. Wir mussten uns daneben stellen, ein paar Fotos machen und wie ihr hier lesen könnt, wurden ja über 2500 Tweets und 700 Instagram-Posts gepostet mit solchen Bildern. Meins war sogar auch mit dabei. Finde ich sehr toll, dass das hier und diesen Instagram-Posts noch mit dabei ist. So, was passiert jetzt genau? Was steckt ein bisschen dahinter? Ihr müsst jetzt Folgendes machen. Ihr habt ja, oder wer es ein bisschen durchgelesen hat, ihr den ganzen Blog, habt ihr unten die Möglichkeit hier, das herunterzuladen. Den Renault Truck T Evolution, den könnt ihr hier runterladen. Ne? Und den könnt ihr dann mit einer bestimmten Software, könnt ihr den dann bepinseln, bemalen. Oder ihr druckt ihn euch sogar aus und macht das mit Buntstift, mit euren Kindern, whatever. Man kann es ja hier sehen, anhand solcher Möglichkeiten. Also wer da richtig grafisch gut unterwegs ist, kann sich das so machen, wie es hier SCS zeigt. Oder wie man es hier sieht, mit Stiften, wirklich ganz pragmatisch, Stift, blüpp, und dann kannst du hier drauf rummalen. Ne? Oder dann hier nochmal an einem fetten 3D-Programm oder wie auch immer. Und da sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Das finde ich auch gut, dass SCS sagt, pass mal auf, wir machen es wirklich von dem High-Level bis ganz nach unten mit von Computerprogrammen bis runter bis Papier und Stift. Und da habt ihr jetzt die folgende Möglichkeit. Ihr könnt das hier runterladen und dann habt ihr hier praktisch einen kompletten, warte, ich zieh's mal rüber, blub, hier so ein Ordnerchen, ne? Und da sind ja die ganzen LKW-Seiten drin, von der Seite bis. Ich zeige euch jetzt hier mal die Front. Das wäre jetzt mal die Front. Das kann man sich ausdrucken, wie ihr es gerade gesehen habt. Dann könnt ihr dann bepinseln, bemalen oder halt einfach whatever. Ihr seid hier ein bisschen frei und ihr könnt, ich zeige euch mal bloß mal. Ach hier, warte mal, ich habe es eh schon offen. Das ist nur das Bild. Ach guck mal, ich habe es sogar noch offen mit Paint. Ich habe jetzt hier zum Beispiel ein paar Aufkleber da, nur mal als Beispiel. Mache ich jetzt mal hier mein Bildchen rein. Und gut, ist jetzt hier nicht, warte mal. Na, zieh dich doch mal hier rein. Ich könnte das dann nicht Sinn machen. Als Beispiel so oder weiß ich nicht so. Also ist nur mal nur zum Testen, ne? Nur only for test. So, dann mache ich hier vielleicht noch eine Schrift hin. Oder hier, Moment. So. Oh, Mama. Bockwurst. Logistik. Was auch immer. Ist egal. Ist nur so rein zum Test. Rein fantasietechnisch, also da sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Da könnt ihr dann hier praktisch das so gestalten, wie ihr wollt. Und dann könnt ihr das in dem Fall, wenn ihr das ausdruckt oder am Computer bearbeitet, speichern. Und wenn ihr das gemacht habt, gibt es ab morgen die Möglichkeit, auf der Original, jetzt muss ich schauen, was haben wir denn hier? Da sind wir. Auf der Originalseite, das ist dann hier dieser Link, dieser speziellen Loading-Page. Da werdet ihr dann weitergeleitet direkt zu Renault Trucks. Und dann habt ihr hier ab morgen, hier steht es, ab 7. April, also bis morgen, könnt ihr dann hier eure Bilder hochladen, eure Projekte. Und was könnt ihr dann gewinnen? Folgendes, ich habe es damals schon erklärt und ich finde die Idee saustark. Euer Skin, den ihr bastelt zu Hause, mit euren Kindern, alleine am Blatt Papier oder am Programm, ist egal, hat dann die Möglichkeit, auf einen originalen, richtigen Renault Evolution draufzukommen. Ne? Also der kommt dann auf einen richtigen LKW drauf. Und dieser LKW wird dann in Lyon, in der im Berlion Museum, ich hoffe, man spricht es so aus, ansonsten möge mir verziehen, im Berlion Museum wird er dann zur Schau gestellt. Und den dürft ihr dann sogar besuchen, zu besuchen. Also er wird da ausgestellt und jeder darf den dort dann betrachten. Das ist doch saugeil, oder? Also euer Skin, den ihr bastelt, der kommt dann dort, wird dann dort gemacht, und also von Renault gemacht, und wird dann dort zur Schau gestellt und der bleibt dann da. Ist saugeil, oder? Also ich finde die Idee einfach mal saustark. Und für die 5 Finalisten, weil es sind ja am Schluss 5 Finalisten, das heißt, es ist ein Team aus SCS und von Renault, 5 Designer-Teams, also 5 Leute pro Seite, die entscheiden dann, welcher Skin am Schluss gewinnt, und die 5 Finalisten gewinnen dann natürlich ein Trustmasters T150-Paket. Auch geile Sache, oder? Also da, liebe Leute, strengt euch an, macht mit. Hier unten ist nochmal eine Verordnung, was genau beachtet werden sollte. Dann hier nochmal der Ende der Bewerbungen, also ihr habt Zeit, morgen geht's los und am 25.04. ist dann Zapfenstreich, da dürft ihr dann nichts mehr einsenden. Von 26. bis 30.04. ist dann die Auswahl der 5 Finalisten. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Die Teams setzen sich zusammen und gucken, was ist das Beste.
Dann gibt es nochmal eine, vom 30.04. bis 2.05. gibt es eine öffentliche Abstimmung. Das heißt, da können wir alle, die Community, nochmal mit abstimmen, welcher Skin richtig geil ist, wo wir sagen, Alter, das auf dem LKW, Sahneschnittchen. Da können wir dann mit abstimmen und im 2021 im Sommer wird dann die Bekanntgabe des Gewinners gemacht. Und das wird bestimmt auch nochmal richtig geil, wenn da, stellt euch mal vor, ihr sitzt zu Hause und strengt euch richtig an und es wird richtig geil. Und dann kommt ihr auf dem richtigen LKW und da steht dann in Lyon, steht er dann im Museum. Mega, oder? Also einfach nur geil. Das ist auf alle Fälle was ganz was Feines und ich finde das richtig gut. Das ist richtig eine Aktion hier von Renault und SCS. Besser geht's nicht. Deshalb vielleicht für euch nochmal, wollte ich das hier nochmal erklären und damit ihr wisst, was dahinter steckt. Und ich finde es einfach nur mega. Deshalb damals auch die, die Info von SCS, dass es die Möglichkeit gibt, wirklich für die Modder-Profis, die auch im Skin-Bereich sehr stark und sehr gut unterwegs sind. Wir haben da einige Leute, ich kenne auch einige, die richtig gut da in dieser Thematik drinstecken, die da richtig was zaubern. Für die halt mit dem Programm und dann für die Leute, die sagen, oh, ich bin echt voll der Noob, aber ich würde gerne mitmachen. Deshalb ausdrucken die ganze Geschichte und dann drauf malen. Und da habt ihr, wie schon gesagt, in diesen Renault-Ordner habt ihr dann alles mit dabei. Hier die Roof-Seite, guck mal hier, also von oben. Oder dann nochmal die Seite komplett, den LKW. Und da könnt ihr hier dann alles bemalen. Ne? Die komplette Fläche dürft ihr dann bemalen. Front 2, 3, so an der Seite. Dann die andere Seite natürlich. Front war klar. Back, hinten, hier. Ist ein bisschen dunkel, aber muss man gucken. Front haben wir schon geguckt. Also da, das ist, da dürft ihr natürlich dann gucken. Ne? Das von mir war jetzt natürlich einfach nur ein Beispiel. Aber so ungefähr sollte es dann ablaufen. Macht da eure Ideen rein, packt es rein. Was ihr wollt, von mir aus macht hier, ihr wisst ja was, eine Bockwurst hin. Wisst ihr selber, ne? Aber das vielleicht nochmal so zur Info hier zu diesem Design-Contest für die Community. Und ich finde es einfach nur stark, dass hier die Community sehr stark mit eingebunden wird und natürlich auch dann die Möglichkeit besteht, den in Real Life irgendwann mal zu sehen. Da freue ich mich drauf und da bin ich mal wirklich gespannt. Da wird der Gewinner, also wenn dem keiner abgeht, dann weiß ich es auch nicht. Fragen dazu? Dann dürft ihr es gerne machen, einfach kommentieren. Ansonsten weiß ich nicht, ob ihr hier im Blog vielleicht noch irgendwie was machen könnt, aber falls hier noch ein paar Fragen drin sind, ich stehe mit SCS bezüglich diesem Thema ganz stark in Verbindung, da könnt ihr mich auch nochmal anhauen, wenn irgendwas ist, dann kann ich da nochmal Rücksprache führen, überhaupt kein Ding. Ansonsten, glaube ich, soweit alles klar, oder? Ansonsten, der Rest wird ja hier nochmal erklärt, wie das alles läuft mit den Verordnungen und wie der Stand der Dinge ist, was ihr hier genau machen müsst und wie lange ihr Zeit habt und was am Schluss zu gewinnen ist. Toll, oder? Trustmasters, SCS und Renault, tolle Geschichte. Fragen dazu, dann einfach kommentieren. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da. Abo für den Kanal nicht vergessen, da würde ich mich freuen drüber. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut, bis bald und adios.